Für diese Begegnung mit Ihnen habe ich mir schon etwas gut angetrunken. Meine Mutter hat gesagt, sie soll Hochbett wecken und einen so mäßig guten Eindruck machen. Sind wir vier nicht niedlich? Aber keine Angst. Unsere drei gemeinsamen Kinder, die wir dazu noch haben wollen, bringen wir auch noch groß. Heutzutage darf man das alles nicht so eng sehen. In meinem Beruf als Reporterin muss man ja immer sehr neugierig sein. Sozusagen immer an der Front. Da kann es dann schon mal einen Streifschuss geben. Im Zeitalter der Emanzipation versteht es sich von selbst, junger Mann, dass ich nicht nur sexuelle Anforderungen stelle, sondern sie mir auch einigermaßen sein sollte. Grüße den Gott. Das ist mein Heißer. Mein, aber mein. Wenn Sie jetzt Nano ein Haus rum und ein bisschen dann kennt ihr schon was mehr mit uns bei. Ich hoffe, Sie beinahe ich gern. Das Ding hat Stammschnees Mordschnees. Jetzt einigen auf eine, der ist am Heil von mein Quer. Auf geht's. Ich bin zufrieden. Ach, Sie sind auf meinen Rat gekommen. Ich dachte schon, mein Friedener Halunke wäre wieder mal da. Das eine kann ich Ihnen sagen. In der einmal später kommt den Arm dann. Essen und Trinken hält Leib und Zähne zusammen, mein Schatz. Und wenn du willst, lasse ich mir auch ein Problem machen. Aber eine Frage: Hast du Geld, um das zu kaufen? Sonst ist es bei mir nicht verbrochen. Sollte es stabil auch sein, könntest du mich für mich bei Ehren ein. Nicht gerade das, was noch die Venus von Millionen. Jeder anständige Kapitän läuft mal in den Hafen der Ehe ein und deshalb wärst du gerade die richtige Fregatte für mich. Bisher habe ich nur kleine Schiffe gehabt, aber so einen Kahn wie dich mit den Aufbauten habe ich mir schon immer gewünscht. Ich glaube, bei dir gehe ich an Land. Ich komme. Ahoi! Sehen Sie, Verehrteste, das Beste an meinem Geschäft ist die Mobilität. Meiner langen Geschäftswachstum von 25 Monaten, davon 2 Monate Umschulung auf Staatskosten in der schwedischen Kabine. Ach, ist das lieb? Kommen Sie doch etwas näher, dass ich Sie verwöhnen kann. Ich bin staatlich geprüft, aber bei dir geht alles umsonst. Ich hoffe, du bist nicht so alt und müde, wie du aussiehst. Also, Probe auf...